Erzähl mal, wie schrecklich offen und ehrlich du bist. Okay. Also, ich habe vorhin war ich erstmal arbeiten, dann bin ich zum Freund gefahren, um was zu holen. Dann war ich in der Badewanne und irgendwo dazwischendurch habe ich mal kurzzeitig dein Video gesehen. Und ich muss sagen, waren ein paar sehr, sehr gute, brisante Hammerdinger dabei. Und ich will nicht sagen, dass ich Angst vor dir habe. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber so ein bisschen dieses Erschrecken, offen und ehrliche, sag mal. Ich bin nicht auf eine gewisse Weise, also man ist Genau. nicht Mund sich. im Krebsfach. Ja, Sich schon gut. selbst sozusagen, von, also sich von sich selbst zu distanzieren, kann eine Gefahr sein oder eben auch eine Chance, um zu überleben praktisch. Und bei dir habe ich das Gefühl, dass du die Distanz zu dir selbst nicht schaffst, was Ja. positiv und negativ sein kann. So krass, wie sich das jetzt anhört. Ich finde das auch irgendwie freaky, aber irgendwie hast du gerade. Und dann hattest du ein paar Themen angesprochen, Männer-Frauen-Themen. Und da muss ich was ganz Wichtiges loswerden. Wir sind ja Männer, also prinzipiell. Ich bin im Matriarchat groß geworden, aber bestimmte Prinzipien finde ich ziemlich logisch. Das eine ist, Männer einigen sich relativ schnell auf ein Spiel. Das heißt, man setzt Regeln fest und man hält sich an die Regeln. Und deswegen können Männer zusammenhalten. Männer halten einfach zusammen das, was Frauen irgendwie nicht so richtig machen. Warum machen wir das Ja, das ist nicht? eine Wir gute auch Frage, ich weiß so ein Schnacken und sowas. Das ist schon mal aber jetzt mittlerweile ist es so, dass wir Männer ausgebremst werden, auch durch die Frauen. Momentan haben wir hier ein Demütigungsproblem gehabt. Ein gegenseitiges vielleicht auch jetzt in dem Falle. Ja, mit der komischen Conchita Wurst, wie hieß die denn? Claudia von, er nannte sie von Würfel oder so ähnlich. den Namen wollte sie mir einfach nicht verraten, hat mich dumm dargestellt. Hat mich dumm dargestellt und hat mir dann erzählt, dass sie mir das schon 100 Mal erzählt hat. Aber ihr habt einen verdammten miesen Namen. Ich kann das mir nicht merken. Du willst ihn dir nicht merken. Ich Genau, kann es genau. halt nicht wollen. Aber jetzt geht's weiter. Ich wollte nämlich ja nicht den Namen von der haben, sondern ich wollte den von der netten älteren Dame mit den schönen Frisur. Die hatte echt eine Hammerfrisur und ein unglaublich liebevolles, weibliches Wesen und hat es trotzdem klar und direkt ausgedrückt. Und nicht die Claudia, wie heißt sie nur? Jemals die Claudia, Du wolltest die Frau hören, deren Namen ich aussprach, als das Video sich zack wieder auf die richtige Position begab und Bild und Ton wieder parallel synchron liefen. Ja? Nee, Doch, warte. den Namen, den ich aussprach und wo ich den Namen aussprach, das Video wieder an die richtige Stelle sappte, sodass der Ton und das Video wieder synchron waren. Und das war Heide Göttner Abendroth. In dem Moment, wo ich diesen Namen aussprach, ereignete sich dieses Wunder. Ja? Ja, das Wunder war aber nicht mein Wunder. Mein Wunder war die andere Dame. Wie hieß die denn nun bloß Na, mit wer den denn wohl schicken, noch? dieser unglaublich charmante Dame mit den schick frisierten Haaren, die so einen kurzen, knackigen, richtig Ich geilen Vortrag gemacht hat? Ich weiß noch nicht, wer schicke Haare in deinem, meinst du Hanna Barbara oder was? War die Hanna Barbara? Ja, die bei Demo für alle gesprochen hat. Die was? Bei der Demo für alle. Aha. Okay. Hanna Barbara Gerhard Falkowitz. Hanna Barbara Gerl Falkowitz. Ja. Okay, jetzt kommt die mir mal an. Die hat es echt knackig, aber ich hoffe, ihr Nein, du glaubt. meinst doch dieses, der Mann wird einer Frau zum Mann. Das Genau. ist die Frau Barbara. Gerlich. Das muss ich Na? sagen, das fand ich echt Ja, Wahnsinn. okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Das musst du mir sagen. Du bist schon ein Ja, die wollte ich. ganz kleiner Aber Horizont, es ist den nicht wir heute dieser anschauen Vortrag. können. Heute Nee, das war Demo für alle. Die hat zu allen Themen was hier gesagt. Also Demo für alle. Okay, Hanna. Ach, komm jetzt. Schönen und doppelten Titel, der vermessene Mensch. Der vermessene Mensch. Alif. Was ich aber auch frage, Die hat was. ja, Also, nicht wirklich. wie gesagt, wir brauchen noch ein Leben, aber sie braucht vielleicht noch ein Leben, oder wie?
Demo. Ich brauche auf jeden Fall ab Minute 40 eine neue Perspektive in dem Vortrag. Ja. Nein, du bist jetzt gerade ruhig und wir gucken gerade, ist alles super. Ja, das müssen wir ja noch. Demo für alle. Lochner Unterschied, Spannungsfeld von Mann und Frau. Genau. Ja. Das Unterschied im Spannungsfeld von Mann und Frau. Richtig! Ja, das fand ich sehr gut. Da habe ich ein paar, ab 20, ab Minute 20, gleich gebrochen werden. Geh mal runter in die Kommentare, da habe ich schon vorkommentiert. Du hast das schon vorkommentiert. Noch weiter runter, da 22:20 klickst du drauf und da kommt nämlich das, worum es geht. Aha. Ja? Aber? Mach dir nochmal zurück und lauter, weil ich finde, das ist der Inhalt. Ich klicke unten auf den Link, den ich immer. Gleich in Athletik oder Frauen. Nicht in ihrem Namen erkannt zu werden, sich dann doch zu geben, weil sie nicht so lange warten will, also weil sie auch nicht denjenigen findet. Aber diese Unterbestimmung der Geschlechter ist etwas, was uns heute belastet und wovon ich auch noch sprechen will. Unterbestimmung dessen, was der eine für den anderen sein müsste. Jetzt geht's gleich los. Was ist nun der Mann? Der Mann ist nur ganz kurz. Kann ich da bei dir im Keller ran und kann da was? Ist gerade ganz falsches Teil. Weil wir machen gerade ein Video und in dem Falle ist diese Textpassage sehr wichtig. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Und der Mann wird nur an der Frau zum Mann. Auch daran geht kein Weg vorbei. Beide können sich nur etwas geben, was sie nicht haben. Ich hole mir nicht das, was ich sowieso schon habe. Wir können es sogar vertiefen. Die Frau wird nur am Mann zur Mutter, wie sonst. Und der Mann wird nur an der Frau zum Vater, wie sonst. Es ist kein Einwand, hier auf die Laboratorien zu verweisen, denn die arbeiten immer noch mit zwei. Der ist wirklich ein Schlüsselsatz. Ja. Obwohl, auch wenn ich nicht ganz 100% logisch nachvollziehen kann, aber ist logisch. Irgendwo, aber. Das ist wirklich die Diskussion um die Henne und das Ei. Genau, wer war zuerst da? Die Diskussion kann ich auch gleich entwerfen. Die hat nämlich Franz Erdl heute schon beiseite gelegt. Wolfgang, willst du von ich kenne die Diskussion nicht, aber ich wollte eigentlich was Wichtiges sagen und jetzt hat sie mir gerade den Spannungsfaden gerissen. Ja, meine, du musst immer deine Ziele. Henne und Ei, du hängst immer noch in deinem Verstand fest. Deine Ziele musst du im Kopf behalten. Das wusste ich leider nicht, wenn deine Frau bei dir ist. Gut, okay. Nee, das war schon bei mir gerade ein Sprung im Kopf. In einer anderen Richtung, aber jetzt fällt er mir nicht ein. Gut. Ich sag nur aktiv ruhelos. Kann sich nicht lange mit einer einzigen. Mit einer einzigen Sache beschäftigen oder an einem Ort in einer Haltung verweilen. Versucht in kurzer Zeit viel zu tun. Bedenke, Yoda sagte, du sollst nicht versuchen, sondern machen. Redet gerne. Sucht Abwechslung. Liebt delikate, feinsinnige, komplizierte Dinge und Menschen. Schnell, vor allem im Bereich des Intellekts. Setzt sich schnell in Bewegung, kommuniziert gerne mit anderen, kann nur schwer schweigen. Großes Bedürfnis nach geistiger Betätigung. Sieht jung aus und altert auch geistig nicht. Hä? Du auch, Wolfgang. Wie machst du das? Muss ich meinem Vater vorhalten. Findet gerne heraus, wie etwas funktioniert. Liebt das Spiel. Macht auf andere einen geistreichen, charmanten Eindruck. Tendiert dazu, alles nur halb zu tun. Da müssen wir noch dran arbeiten, dass es ganz wird. Starker Wissensdurst. Neugierig und erfinderisch. Will das Wie und Warum der Dinge erkunden. Dies kann zu einem starken Dominieren des Verstandes führen, wodurch ein gewisses Misstrauen den tieferen Dingen des Lebens und Menschen gegenüber entstehen kann. Aber ich muss. Kann man wieder weggehen. Erweckt den Eindruck, mehrere Persönlichkeiten gleichzeitig zu haben, die völlig gegensätzlich sind. Ja, passt. Jawohl, okay, jetzt haben wir durch. Das war sein Aszendenz-Zwillinge. Ja, Aszendenz-Zwillinge bei mir. So, gut. Ich hatte eigentlich noch eine ganze Menge mehr im Kopf als dieses. Also ein Thema war eben die Mann-Frau-Beziehung, dass wir Männer halt zusammenhalten können, was Frauen, glaube ich, nicht können. Wir haben, glaube ich, auch so einen Titten-Neid oder was
was die auch immer für ein Problem miteinander haben. Und jetzt, Abby kam mir glatt an und hat mir so was wie erzählt, dass sich die Frauen wegen den Patriotismus, dass die Frauen sich schlagen wegen uns Männern. Die Augen auf wegen dem Patriarchat, genau, wegen dem Patriarchat. Das hat sie behauptet. Und ich denke, das liegt komischerweise in ihrer Natur. Auch wenn Abby das wahrscheinlich nicht gut findet. Aber ich denke mal, da ist was Wahres dran. Die Männer einigen uns schnell auf dem Spiel. Und die Frauen brauchen mal ewig, bis sie dann die richtige Farbe, die richtige Hose und die richtige Jacke. Und dann stehst du da und musst warten und du verstehst den Inhalt dieser Sachen nicht. Aber du denkst, ach, lass machen. Also man ist ja als Mann auch tolerant, das ist ja klar. Ja, das hat der Oma aufgewachsen. Ja, das Thema, ihr wollt noch ein wichtiges anderes Thema, jetzt setzt mich nicht ein. Gewalt war es nicht. Obwohl da eben Funke Gewalt, ich hab's in deinen Augen gesehen. Und hat mich sehr, sehr überrascht, wie gesagt, über deine Nähe und über deine Wahrhaftigkeit. Und das macht mir persönlich Angst, weil ich Distanzierung momentan bevorzuge. Ha! Abby ist Nähe, ist das dann schwierig, weil. Ich bin bei dir, kein Problem. Was war noch? Genau, der Zeigefinger des Mannes. Wie war denn das? Ich glaube, du hast auch das gleiche Problem wie ich. Das Wurzelchakra, darauf wollte ich hinauskommen. Das Wurzelchakra und die Reptowesen. Das ist nochmal richtig spannend. Ja? Die erstaunliche Art und Weise, wie wir momentan miteinander umgehen, ist eine Mann-Frau-Demütigung oder andersrum. Wir demütigen uns momentan in dieser Gesellschaft gegenseitig. Und da trifft es das Wurzelchakra. Dadurch, es wird als Demütigung empfunden. Und momentan muss ich mal sagen, die Zombie-Apokalypse, du hast es bestimmt schon mitbekommen, die Zombie-Apokalypse ist durch. Wenn du mit der Bahn fährst oder irgendwo rumfährst, die gucken alle auf ihr Handy, machen alle bieb, 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 bieb. Und das ist eine Form der Demütigung. Wir demütigen uns gegenseitig, indem wir uns nicht beachten. Ja. Missachtung ist die Hölle, die wir jetzt gerade erleben. Durch diese Handys und diese WhatsApp und diesen ganzen Kram. Es geht ja nicht nur uns Menschen so, es geht ja auch den ganzen Tieren und den Pflanzen so. Die werden ja auch alle missachtet. Alles wird missachtet. Genau. Das ist einfach sorglos weggeschmissen. Ja, Weise alles weggeschmissen. Jedenfalls kann alles sorglos entsorgt werden. Nur davor funktioniert ja noch. Bringt mich auf den Kurzlebigkeitsgedanken natürlich. Gut, jedenfalls diese Demütigung und dieses, die Frauen denken wirklich oft nur, wir denken nur immer an Sex. Die denken die wirklich, sie kriegen die in der Schule. Alter, der Erklärung über Sex, ich renne mit der Jacke rum, nicht du. Aber die Erotik wird vollkommen unter den Ladentisch. Das ist noch schmutziger wie vor 1000 Jahren. Vor 1000 Jahren ging es richtig so die Sache. Jetzt ist da wirklich, boah, also die Hölle ist nicht heiß, da wollte ich mich wohlfühlen. Die Hölle ist eiskalt, Missachtung. Das ist ein extrem wichtiges. Du hast doch kein Smartphone, oder? Wenn dann jemanden so aufzuwecken, dass es so, oh mein Gott, ich hab. Boah, so mit meinem Kopf und so viel beschäftigt im Kopf, dass ich nicht mehr mitgekriegt habe und nicht mehr geschafft habe, mich darum zu bemühen und zu kümmern, dass ich hinkriege, mich zu ändern, daran zu arbeiten. Und man hat dann jemanden, ohne dass man jetzt, was jemand angetan hat, ne, sondern im Vorfeld, in der Vision, in der Prophezeiung, in der Vorhersehung, in der Zeit voraus, imaginär, damit sich beschäftigt, dass es nicht passiert, weißt du? Im Vorfeld schon verhindert, ne? Ja. So, jedenfalls. Gut, wir waren jetzt bei dem ganz wichtigen Thema Wurzelchakra, Missachtung und Vermüllung. Das ist noch ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Weil die Welt, die WhatsAppen, die schicken sich Pflaumkuchen hin und her. Soweit, was sie irgendwie gerade, keine Ahnung, was sie gefrühstückt haben. Also entweder diese Inhaltslosigkeit oder diese Barbarei der gegenseitigen Hetze. Das ist wirklich ein. Schon noch da? Genau, ich muss was sagen, ich habe einen Gedanken. Ja. Elvis hat vorhin das mit den verschiedenen Zeitsträngen eingebracht. Und das hat ja der Roman Christian Hafner auch schon mal erzählt, dass jeder auf seinem Zeitstrang hängt oder spielt oder läuft oder sich bewegt. Und wenn die Leute nebeneinander sitzen auf der Bank und WhatsAppen, ja, dann kann der eine sagen,
Okay, ich gucke mir das ja später an, was er erzählt. Und dann ist er in dem Moment ja nicht mehr im Zeitstrang oder mit dem gleichzeitig auf der gleichen Linie, weißt du? So wie du dir das ja auch erst später anschaust. So wie manch einer erst in 2 Jahren meinen Kanal entdeckt oder jemand schon von Anfang an dabei ist, ja, oder irgendwen über irgendwelche, über, oder ich mir jetzt ein Video von vor 2 Jahren angucke und denke, jo, geil, passt. So, ich mag ja bei Facebook total gerne die Erinnerungsfunktion. Ich bin ja schon seit 2011 dabei. Und da kommt dann, wenn ich vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, letztes Jahr, an dem Tag irgendwas gepostet habe, dann steht da eine Erinnerung, guck mal, was du letztes Jahr, vorletztes Jahr gemacht hast. Und dann gucke ich, geil, passt, mache ich wieder, poste ich wieder. Immer noch aktuell oder schreibe irgendwas Neues dazu, so wie die Lyrics von Beat It von Michael Jackson, die sind mittlerweile nicht mehr Copyright geschützt, die kannst du dir jetzt anzeigen lassen, ja, im Internet. So hat sich das vor 2 Jahren jetzt diesem Jahr geändert. Na? Okay, jetzt bin ich wieder dran. So, jetzt zu der Raptor-Geschichte. Weil das ist sehr, sehr spannend angesprochen. Also zum Anfang habe ich das für eine Macke von Abby erhalten. Ja. Und dann habe ich darüber wegen dem Gehirn nachgedacht, in NLP, so würde ich mal sagen, neurolinguistische Programmierung. Und du hattest jetzt ziemlich spannend ausgedrückt mit den Gier und Angst, dass es auf der gleichen Ebene ist. Und da, muss ich sagen, hat es mich erschüttert, nicht weil es mich betrifft, sondern weil es vielleicht wirklich so einfach ist. Momentan ist es wirklich so, wir haben zwei krasse Gruppen, die sich teilen. Die einen sind Drinnis, die gehen nicht mehr raus, weil sie Angst haben. Das sind meist die Sensiblen, die sozusagen sagen, ich will mit dem Wahnsinn der dieser Welt nichts zu tun haben. Und dann gibt es die Ecstasy, so die Ecstasy, was nicht alles so. So, die sozusagen auf einen harten Film geraten, okay. Die sozusagen in dem Sinne der Gegenteil von dem, von also die wie sagt man das so, die Angst aktiviert die, aber meist zum Blödsinn. Und jetzt ist momentan auch diese gegenseitige Hetze im Netz, dass die Leute Angst haben plötzlich, die aktiviert werden, um ein Blödsinn zu tun. Also Angst scheint unser Großhirn, in dem Sinne, also sowas wie Analyse oder Nachfragen oder wieso, warum, weshalb fragen, wenn der absteuert, sondern das ist so und dann zerren die durch wie so in so eine Rüstung. Das sind diese Phänomene, also Trigger-Reaktionen. Genau. Trigger-Reaktion, Programm läuft ab. Und das jetzt noch, warte, ich muss mal gucken, wie lange das Video noch geht. Liegt schon unten. Und was das ist wie ein Experiment. Das Experiment ist im Prinzip, sind Menschen nichts weiter wie programmierbare Taschenrechner, weil das Reptiliengehirn funktioniert wie ein Taschenrechner. Mhm. Sehr, sehr einfache Struktur. Das stimmt. So, und die eigentliche, wirklich wichtige Frage hinter der Sache ist, hat der Mensch eine Seele? Und das ist das Experiment, was wir hier gerade ausprobieren. Wenn man, sagen wir mal, behaupten würde, dass es Außerirdische gibt, die sozusagen vielleicht so weit sind in der Art. Das ist ja genau ihr Experiment. Genau ihre Frage. Weil wenn wir einfach nur ein programmierbarer Taschenrechner sind, dann sagt die göttliche Ordnung, ist ein Taschenrechner. Aber wenn es eine Seele hat, dann läuft der Hase anders. Dann sind jeder von uns ist unantastbar dadurch, dass wir eine Seele haben. Einfaches Gesetz, hört sich bescheuert an, aber ist so. Weil wir haben wirklich den Tieren und den Pflanzen und den Lebewesen, haben wir die Seele aberkannt. Ach, die Kirche hat die echt getan. Die hat es einfach durchgezogen, eiskalt, hat sozusagen den war sogar im Gespräch, dass Frauen keine Seele haben. Damals war der Frauenhase auch schon ziemlich verbreitet. Also wirklich, die haben jeglicher anderer Natur außer dem Menschen die Seele aberkannt. Und genau da fängt der Fehler im System an, dass wir praktisch die Natur entgöttlicht haben und wir uns danach entmenschlicht haben. Das stimmt. Und jetzt eben deswegen die Distanz zu mir selbst, wenn ich die ganzen Gefühle, sag mal, ich drehe mich manchmal in dem Wahnsinn des Gefühls, dass ich nichts tun kann, dass ich sozusagen, dieses Wort, nicht eingreifen kann. Und dann ist sozusagen so eine Sache, wenn du einen Schmerz verspürst, weil die Welt so wahnsinnig und bekloppt und verrückt und wir leben wirklich in der Hölle, wir haben die Hölle geschaffen, bloß dass die Hölle eben nicht heiß ist, sondern eiskalt. Ja. Und die haben wir dummerweise geschaffen, wir haben uns entmenschlicht, wir haben uns von uns selbst distanziert,
einfach nur, um diesen Wahnsinn auszuhalten. Und das meine ich eben genau mit dieser artfremden Haltung, dass die Chemikalie-Angst, verwirrt den Geist. Und die Leute reagieren einfach. Und eben die einen sind halt exzessiv und explosiv und anstrengend einfach. Und die anderen sagen, ich will nichts mehr zu tun haben. Und genau das, wenn ich sagen, die Überwindung. Vielleicht ist es sogar, ja, vielleicht ist es ja die Chance, die Überwindung der Angst. Oder es passiert gerade. Dass du das vielleicht meinst mit dem Sektkorken oder mit dem Durchbruch, genau, mit dem Durchbruch. Genau, mit dem Sekt und mit dem Durchbruch. Das ist vielleicht der Durchbruch, die Überwindung der Angst, wo wir uns vielleicht gerade befinden. Und die geht am besten, wenn du weißt, dass du nicht alleine bist. Ja, zumindest. Und Freundin in der Nähe, weiß. Genau, deswegen, die Chemikalie Angst lässt sich entweder mit Logik und Selbstdistanz überwinden. Das ist mein Weg. Oder durch das Verrückte, was du machst. Du durchleidest den Wahnsinn, wirklich. Und deswegen bist du für mich auch so authentisch. Okay. Aber, ja, wenn du Krebs bist, na dann, Halleluja. Aszendent Krebs? Na? Wir sind beim Aszendenten. Ja, ja. Wir sind beim Seelen. Aber ist schon. Gut, bin durch. Wir haben es. Ja, danke dir, Wolfgang. Ich denk mal, mein Kopf ist leer, jetzt fühle ich mich gut. Das ist schön, oder? Elvis, du möchtest was googeln? Hallo, Elvis. Ja, ja. Möchte auch mal in die Kamera reden. Ja. Nimm sie. Sprich jetzt. Sprich. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Nein, du musst die. Der Messias, du bist da. Der Topper. Nach 5 Minuten. Willkommen im Club. Es kommen alle Faden. Ja? Das ist die Erfüllung. Erfüllung ist Heilung. Der Messias. Halleluja. Halleluja. Na? Was? Ja, die Überwindung der Angst ist merkwürdig, ja, super GAU, den wir jetzt gerade begehen haben. Halleluja! Ja. Ich habe keine Angst mehr vor Zahnschmerzen, seitdem habe ich keine Zahnschmerzen mehr. Glaubst du das? Mir fehlt da ein Zahn und da ein Zahn und da unten ist schon seit. Ach, es ist ein Loch. Unglaublich erotisch. Mann. Mein Liebster weiß doch, was alles in meinem Mund vorgeht. Der ist doch immer bei mir. Mein Liebster ist doch immer bei mir. Mensch, Christian, glaube mir das. Glaubst du mir das? Christian, sei doch bitte mal ruhig, wenn ich dir was erzählen will. Sei doch bitte mal ruhig. Ich bin da so wie mit mir. Sei bitte mal ruhig. Wenn ihr alles wisst. Erinnert dich an deinen Aszendenten. Nee, will nicht alles wissen, wirklich. Du willst es aber wissen. Nein, ich will es nicht. Du willst es wissen. Das interessiert mich nicht. Du kannst es erst wissen, wenn du daran glaubst. Und der Glaube wird gesät durch eine Idee. Ja? Glaube ist nicht Wissen. Wissen ist eine viel Der Glaube wird gesät durch eine Idee. Denn wenn eine Idee vorhanden ist, dann entstehen Gedanken um diese Idee. Und dann passieren Dinge. Und wenn du daran glaubst, dass es funktioniert, passieren Dinge und du wirst die Dinge auch wahrnehmen, die sie passieren. Und so wächst der Glaube. Und gleichzeitig entsteht Wissen. Durch Erfahrung. Ja? Gehwissen oder Wissen durch Wissen. Erfahrung? Wissen und Gehwissen. Weil Gehwissen hast du erst, wenn du dich daran erinnerst, dass du schon was weißt. Und deshalb besser, dass du es nicht nochmal machst. Wie dein Button, der in deinem Kopf startet. Ja. Ich möchte dir aber sagen, dass ein Zusammenleben auch in einer anderen Art und Weise möglich ist. Ja? Und wahrscheinlich werde ich dich irgendwann nochmal brauchen beim Zähneziehen. Okay? Die jene Zähneziehen oder wen meinst du, ist erschreckend? Ja. Du wirst doch irgendwann mal die Gelegenheit haben, mich zu massieren. Du bist nämlich ein bisschen ausgebildeter Masseur. Ja, das hat er nie einmal gemacht. Ich fass dich nicht an, das weißt du. Mhm. Ich hab keinen Bock. Ich hab mein, du wolltest, dass wir Männer unser Sakralchakra zumachen. Hör auf, falsche Dinge zu verbreiten. Das habe ich nie gesagt.
Zumindest hast du das gedacht. Und du bist einer der Frauen. Es gibt nur eine Frau. Christian, es gibt nur eine einzige Frau, die nur für dich geschaffen ist. Nur eine einzige. Und du weißt, von wem ich spreche. Ja. Du weißt es. Du hast es mir selbst schon mal gesagt. Da fällt dir nur eine ein. Und diese eine ist es und wird es immer bleiben. In diesem wie in jedem anderen Leben. Okay? Und ich bin's nicht. Ich habe ein rotes T-Shirt, das hier drauf. Ich bin's nicht. Da steht vorne drauf Chris und hinten drauf steht, ich bin's nicht. Und das T-Shirt ist rot und du bist ein Stier. Deshalb guckst du da drauf und ich bin's nicht. Okay? Ich bin's nicht. Ich bin auch da ganz zufrieden über den Gedanken. Was ist der Sinn noch? Aber zumindest der Gedanke finde ich sehr friedlich. Aber trotzdem mal sehe ich den. Mann, wenn ich wieder in Scherben wohne, nicht was der bald passiert sein wird, kannst du dir die ganzen Sachen in Ruhe alleine angucken. Ja, weil das ist nämlich das, was der Wolfgang auch gesagt hat. Hm. Brauch Einsamkeit. Ja, und klar. Brauch Einsamkeit. Einsamkeit. Es braucht Einsamkeit. Und überhaupt erstmal zu realisieren, was alles ist und was nicht ist. Was es sein will und was es nicht sein will. Weiß, was Müll ist oder nicht Müll ist. Das ist zum Beispiel ganz wichtig zu unterscheiden. Na, und das fängst du am besten dabei an, bevor du das ins Haus reinholst, was Müll ist, ja? Bevor du den ganzen Scheiß reinholst, du musst du nämlich auch nicht so viel Scheiß wieder rausräumen. In Analogie zur Küche, ja? Wenn du keinen Müll produzierst. Wieso willst du mich mit den letzten... Wenn kein Müll produziert wird, Leute. Wenn kein Müll produziert wird, Leute. Dann muss auch keiner weggeschafft werden. Ist doch logisch, oder nicht? Ja. Na, ist doch so. Du seid doch nicht so eifersüchtig, Junge. Ja. Deine Liebste wird sich über das Internet finden, egal wo sie in der Welt ist. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich muss doch zwischendurch auch mal ernähren. Ich bin bald weg, Christian. Genieß die Zeit, die du noch hier mit mir verbringst. Ja, tue ich. Aber ich werde dich besuchen. Der Riss in der Realität macht mich immer wieder etwas anstrengend. Ja, real kannst du einkaufen gehen, wenn du mit Idefix mich besuchen kommst. Da bringst du mir nämlich die Geschenke, die mir fehlen. Wenn es da überhaupt noch irgendwas gibt. Große Straße 9. Scherben, außer der Deutschen da die umgedreht. Zum Glück habe ich langsam nicht mehr die Angst vorm Verrücktwerden, weil ich lange genug die Normalität versucht habe zu leben. Ich weiß zumindest, wie sie funktioniert. Das wird eine völlig neue Realität sein, so wie du nach deinen Wünschen gestaltest. So wird sie sein. Meine Güte, ist doch nicht wünscht ich dir bin doch nur die Inspiration. Wolfgang sagte, von der Epi kannst du lernen. Ja, aber ich bin keine Frau, da kann ich von dir nicht lernen. Du bist ein Bruder. Und in der Abbey, ja, da gibt's Brüder und Schwestern. Dann will ich mal ein paar Schwestern kennenlernen. Und du glaubst ja gar nicht, wie viele Brüder du dazu gewinnst, ja, wenn du nur mein Bruder sein möchtest. Ach. Nämlich alle. Alles deine. Ach. Alles so viele Brüder und Schwestern. Mann. In verschiedenen Gestalten, Formen, Hunde, Katzen, Pflanzen, alle. Oh. Alles ein riesengroßer Zirkus. Und dann singen wir alle 230.000 Einwohner von Halle, Halleluja. Finde ich gut. Machen wir? Das wünsche ich mir. Können wir das mal alle machen? Alle Einwohner von Halle singen alle gemeinsam Halleluja. Ja. Halle liebt dich, ja. Ja? Halle liebt dich, ja? So ist das nämlich eigentlich. Nimm das mal auf, guck doch mal. Halleluja, ist nur 3 Minuten mehr. Aber zumindest kommen sie zu positiv. Ja. Magst du wirklich, da gibt's schon so eine Drahtwand. Telefon ist schon, die müssen wir sauber machen. Ja, sieht ja auch mein kleines Xperia. Mein Sohn, Ericsson, ist nämlich schon von Erik, der Sohn. Der Sohn von dem Sohn von Erik ist das. Ja? Und wenn mir jemand mein Gehirn zumüllt, dann finde ich das äußerst anstrengend, weil ihr braucht es doch. Heule mal richtig in die Kamera. Los, nur heule mal. Komm, heule mal. Lass mal alles raus. Bitte. Mach doch mal. Dann ist Müll. Ich brauche nicht zu heulen. Ich habe keinen Grund zu heulen. Nur mal ehrlich, soll ich jetzt heulen, weil ich einfach einen Grund habe? Nee, lass doch mal alles raus, was dich belastet. Los, bis die Kamera Stopp sagt. Du belastest mich jetzt gerade. Und das massiv und jetzt innerhalb von kürzester Zeit. Was willst denn du nur hier die ganze Zeit machen? Wieso nimmst denn du nicht am Leben hier im Raum teil? Wieso willst denn du nur Staub in die Seite da runter machen? Du musst einfach nur mitmachen, mach mit mir mitmachen. Nee, du lässt mir keinen Raum, was soll ich denn da sagen? Du lässt mir keinen Raum. Du lässt mir keinen Raum, ich muss da hinten in der Höhle hausen. Ja, aber jetzt... Dann das ist ein eigenes Dreckzimmer da hinten. Ja, da brauche ich dich ja nicht zum Glück. Oh. Ich habe halt mein eigenes Haus, hörst du? Ich bin halt in meinem eigenen Haus. Voll erfreulich. Ja, mit Hof und Katze.
Und Garten, glaubst du es mir? Die Zeit ist vorbei hier. Oh. Echt jetzt, ohne Scheiß. Ja, ich freue mich jetzt auch schon schön aus. Jetzt weine ich gleich vor Freude. Ja, wirklich. Und dann wirst du ganz überrascht sein, wenn ich auf einmal, wenn du nach Hause kommst, in der Küche stehe. Machst du dann. Jetzt werde ich bestimmt mal besuchen. Na, hoffentlich. Ey, Jensi, bei Jensi ist Internet, willst du doch. Übertreiben? Du willst wahrscheinlich gleich wieder eine Trennung. Ich würde sagen, wir arbeiten weiterhin zusammen, weil das ist unser Durchbruchvideo hier. Glaubst du das? Komm, wir gucken dem Bernd jetzt mal über die Schulter, weil das ist nämlich total interessant, was der hier bei Facebook macht. Guck mal. Ja, aber bei Facebook, und die gucken, wie schön du da guckst. Du machst das richtig routinemäßig. Ich nicht. Warum denn noch nicht? Na klar, interessiert ihn das. Der kennt Facebook nicht. Wolfgang will nicht zu Facebook. Ich weiß zwar nicht, warum nicht, aber ist ja die Frage des Todes. Warum? Hey, wir müssen noch Werbung machen für unser Gesicht, für unser Facebook ist zu Deutsch Glaubensbuch. Wusstet ihr das schon? Mark Zuckerberg, weißt du, der Zuckerberg von Homer Simpson, ja, da kommt der Regen für Zucker weg. Ich decke viele Gruppen ab. Ich habe viel Zeit im Fernsehen und im Internet verbracht. Ich kenne ganz viele Menschen. Ganz viele. Nicht mehr in der Realität, aber auch. Doch. Ich finde es nett, Leute kennenzulernen, zu kennen. Ich finde es echt toll, aber im Internet ist eher der selten. Mensch, die Stadt ist zu klein. Berlin ist zu klein für mich, habe ich erzählt. Nee, ich bin zu groß für Berlin, habe ich mal erzählt. Ich bin zu groß für Berlin, weißt du? Halle ist geil. Ich bin zu groß für Berlin. Halle ist toll. Nein, mit der 8. Wir sind uns doch mal ein, wir älter bist hier. Deshalb hole ich mir Berlin nach Halle. Ja, live neben mir. Mein Bruder aus Berlin, ja? Skanko wohnt nämlich nicht in Berlin, sondern in Halle. Wusstest du das schon? Kopfschmerzen kommen. Ja, das wird ein tolles Video, ich hänge schon noch offen hier. Natürlich. Endlich sorgt mal einer für einen Arschschub bei drei Leuten, dann müssen sie so mal 2 Joint bauen können, ja? Wollen. Das ist so richtig smart hier, sich, da musst du jetzt mal auffallen. Mach ich. Das, was denkst du über so, also die, ey, die sieht da echt gut aus, aber was denkst du über diesen Typen? Der hat aber weiß, 10 Ja, das ist weiß. Das denke ich über diesen Typen. Jetzt war der ganz kurz, der hat 67 Personen. Und dabei sind die einfach nur im Sonderspitziger machen Klick. Schmusepacken. Erzähl mal, komm, wir gucken mal bei dir gemeinsam. Das habe ich früher bei meinem Bruder immer gemacht, der hat immer Sonic gezockt und ich habe da Beppe mitgefiebert. Immer ganz still daneben gesessen, nur geguckt, was das große Bruder gemacht hat. Mehr nicht. Schick. Lecker. Schick für dich. Du musst es doch nicht überstrapazieren. 32? Warum nicht? Na, Mama, jetzt stopp. Der will Schiss. Wir brauchen noch mehr. Was ist denn das jetzt für ein Abgang? Da muss ich auch noch ein Lied anmachen, ja? Und weil ihr nämlich, weil ihr Tokotronic alle so cool findet. Tokotronic ist richtig grusam. Ich musste mir schon hier Katrin Schulze musste ich mir heute schon antun. Ach, es ist doch nicht so an. Es funktioniert immer. Ich komm mal alle mitsingen! Ich weiß doch, was in euch vorgeht und so. Irgendwie, ich kann mir vorstellen sowas. Aber keiner will einem was Böses und keiner will was Böses machen. Und ihr habt irgendwann eine Tour. Wir haben gehalten in der langweiligsten Landschaft der Welt. Wir haben uns unterhalten und festgestellt, dass es uns sehr gefällt. Die Ausbeutung des Menschen erreicht eine neue Qualität. Und wie man aller Orten hört, wird die Gartenbaukunst dir noch gerne gequält. Ich höre dich sagen, mehr leise als laut. Haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut. Anna! Let there be wrong.
Let there be rock. Das wird er liken. Und alles, was wir hassen, seit dem ersten Tag, wird uns niemals verlassen, weil man es eigentlich ja mag. Ich würde dich sagen, technisch, mehr leise als laut. Was haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut? Anne! Let there be rock. Jan Zimmer! Arne Zank! Nennst du dich Jan Müller? Doc von Lostopf! Der liebe Zopf! Das ist der liebe Zopf! Bist du Doc? Na, wir werden das rocken, Baby. Aber wie? Das kannst du overdreifen. Hier, dein Lieblingslied. Overdrive. Ja. Er wird noch mal. Verdammt, nur noch eine Stunde. Ich hoffe, es wird morgen ein Tier. Nur noch eine Stunde. Nur noch ein Tag. Let there be rock. Verflixt noch mal. Let there be rock. 15% oder weniger verbleiben. Okay, gedrückt. Das muss ich liken. Ich bin der Bernd Scheiße. Hat Bernd sowas geliked? Das gibt's ja gar nicht. Ja. Und jetzt gehen die noch voll ab. Ich würde noch die Bühne verfräuschen, oder? Ja, wir machen ja. Ach, du hast so Sonic, ey. Begrab deinen Hass. Lerne mal hinzuhören. Dann weißt du, dass du dir aus der Seele singen, ey. Da musst du nicht mal mehr heulen, wenn du anfängst, die Lieder von denen zu singen. Da kannst du die Heulerei umgehen, glaubst du? Ja. Ich vermute, dass das so ist. Guck dir mal das an, wie schön die das machen. Das ist das großartig? Ja. Das steht doch over 3, jetzt werden sie hier vertippt. Hallo. Diamantenstaub, kann ich richtig schreien. Korrigiere mal. Ich kann mir meinen Namen mitschreiben. Kannst du doch wieder zurücknehmen. Kritisiere mich nicht, wenn ich irgendwas mache. Das ist eine Uhr. Ja, das ist eine Uhr. Das ist schon eine halbe Stunde rum. Die wollen uns erzählen.